Ja, wir haben es letztes gesagt, wir 63er, 64er, 65er und also diese Generation, 66er, wir haben ja dann, war ja dann sehr klein, wo man 70 weiß ich nicht mehr, nichts, aber 72 und natürlich dann 74, die WM und dann diese Weltmeisterschaft, wie heißt es in Standarddeutsch, Götti? Paderonkel. Onkel, ja. Mein Götti, mein Paderonkel, der hat eine Gaststätte gegenüber von unserer Metzgerei gehabt und da war ein Fernseher im Nebenzimmer. Da wurde Karte gespielt und da wurde dann Spiele geschaut. Ich habe alle Spiele gesehen, 74. Ich habe auch die Spiele gesehen, die zeitgleich liefen, weil die liefen dann hinterher nochmal, also die liefen versetzt. Da bin ich einfach 4 Stunden vor dem Fernseher sitzen geblieben oder 3,5. Ich habe alle Spiele gesehen, alle. Ich war 9 Jahre alt und ich habe alle Spieler kannt. Nicht alle, vielleicht, Zaire war dabei, nicht, aber sonst alle. Und Gläse und da war halt Franz Beckenbauer, Johann Cruyff und danach, ich war in Basel im Stadion, viele Uwe Vetter, Clemens Hardenbach, wir alle da, wo so alt sind, in dem Alter, in Basel und dann hat Deutschland gespielt und dann hat man Franz Beckenbauer gesehen, da hat man ihn live gesehen. Dann kamen die 3 Europapokal, Europapokalsieger, der Landesmeister, diese Spiele, dieses legendäre Spiel mit Atletico Madrid und so. Ich könnte jetzt 10 Stunden erzählen. Da lag ich im Bett, bin nämlich ins Bett bei dem Spiel, ins Bett gerannt, heulend, als Atletico das Tor gemacht hat in der Verlängerung. Und dann plötzlich war ein Schrei in der Nacht, weil der Vater, aber der hat nicht Tor geschrien, sondern der hat geschrien, ich soll sofort wieder aus dem Bett rauskommen. Da hat sich so aufgeregt, weil ich da an der dachte, der kriegt einen Nervenzusammenbruch, weil Bayern verliert. Dann hätte jetzt Schwarzenbeck aus 30 Meter den Ball reingeschossen. 2 Tage später hat Bayern 4-0 gewonnen. Zweimal Hoeneß, zweimal Gerd Müller. Franz Beckenbauer war alles für uns. Gerd Müller, Franz Beckenbauer war alles. Wir sind nach jedem Länderspiel in dem Alter mit 6, 7, 8, 9 sind wir raus, allein mit dem Ball und haben es nachgespielt. Spiel nachgespielt. An Garage da kommentiert, Schwarzenbeck zu Beckenbauer, wie der Herr Rischmüller. Nur für uns allein. So sind wir groß geworden mit dieser Bayern-Mannschaft und mit dieser Nationalmannschaft, die 72, das weiß ich noch, ja auch schon Europameister wurde. So, und so ging das weiter und dann ist der Franz immer weiter da geblieben. Dann Trainer. Und dann hat er die Weltmeisterschaft geholt und dann habe die Leute sozusagen, einige Leute, der Daumen nach unten gekriegt, diese heuchlerische Bande teilweise, was sehr, sehr extrem war für ihn und was vollständig. Aus meiner Sicht, ist mir egal, was die Leute denken, vollständig daneben war. Weil alle wollten die Weltmeisterschaft nach Deutschland, alle. Und da kam sie und wir haben alle brutal profitiert, gesellschaftlich. Niemand hat gedacht, dass es so etwas in Deutschland gibt. Alle im Ausland haben gesagt, ja, so können die Deutschen sein bei dieser WM. So können die Deutschen doch gar nicht sein. Und zwar noch nicht so lang her, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dieser Katastrophe. So lange ist dann doch noch nicht her gewesen. Und dann war er der Schuldige. Und das war schrecklich, fand ich. Und ich habe ihn kennengelernt dürfen. Und das war toll. Ich war da bei Sky im Studio am Sonntag. Klar, wenn du, wurde ich dem Vater gesagt, dass ich Franz Beckenbauer treffe, wir zusammen am vor der Kamera sitze, hat er gesagt, was? Du hockst mit dem Franz Beckenbauer vor der Kamera. Der dachte, er spinnt. Und da sieht man dann, was das für Bedeutung hatte. Und vielleicht als letzte Anekdote, ich wollte mal, vielleicht sagt es gar nicht so wenig, ich
hätte in die Maske sollen. Da, wo ich ihn das erste Mal getroffen habe, so richtig. Und dann hat er gesagt, geh du zuerst in die Maske. Bei Sky 90 am Sonntagabend. Da habe ich gesagt, nein, ich gehe nicht in die Maske. Ich gehe nie in die Maske. Da hat er mich angeschaut und hat gesagt, was? Doch, geh in die Maske. Geh jetzt in die Maske. Und da hat mich nicht traut zu sagen, ich gehe nicht. Ich habe mich nicht traut. Ich war noch nie in der Maske. Ich habe dieses Gepuder da. Aber ich bin sofort in die Maske. Und dann war interessant, dass die Frau da saß, die Visagistin, und die hat gesagt, der Mann, wo sie jetzt gerade da reingeschickt hat, das ist der netteste Mann hier in dem Laden. Und damit ist eigentlich alles gesagt über den Franz Beckenbauer.